Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönag. Schöne Grüße zum neuen Jahr. In dieser Woche, der ersten Sendewoche von Pönis Podcast, Pönis Kinowoche, sprechen wir über drei Filme, die in den letzten 14 Tagen angelaufen sind, einschließlich Vorjahrwoche. Die Frau des Nobelpreises, das war einschließlich Vorjahrwoche, das war wieder intelligent. Die Frau des Nobelpreisträgers, Colette Mary Shelley, und für diese Woche dann die folgenden vier Filme: Ben is Back, Robin Hood, Die Frau, nein, das Mädchen, das lesen konnte, und mein Lieblingsfilm, Kalte Füße. An meiner Seite wie immer Caroline Kerry Steinkrug. Auch von mir ein frohes, gesundes Neues. Pöni, du hast die Frau des Nobelpreisträgers, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich bin immer ganz noch wichtig. Bist noch verwirrt von Silvester. Weil, das war ein Jahreswechsel, wir wollen drüber reden, der nicht sehr schön war. Nein. Draußen der Kriegslärm, dieser elende, wirklich widerliche Kriegslärm, obwohl ich Katzen mit Bachblüten betreut habe und mit Überfütterung. Er ist ausgeflippt. Ich weiß nicht, heute nicht, wo er sich versteckt hat, und es hat bis heute nicht die Kurve gekriegt. Sie hat es da ein bisschen einfacher, unser Pummelklärchen, wie ich zu meiner Maine Coon sage. Das war nicht schön, und dann begann am 3. Januar auf dem Rückweg hier von Spreeradio nach Hause, voll auf die Schnauze geflogen, über einen Böller, der in der Erde drin war. Über den bin ich gestolpert, Blutergüsse bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich am letzten Sonntag noch eine eitrige Bronchitis gekriegt. Die hat mich aber inzwischen durch Antibiotika halbwegs weg, damit diese Woche, wo ich viel vorhabe, auch privat einiges läuft. Also es war der Anfang von 2019, wo ich sah, das vergessen wir jetzt mal. Jetzt fangen wir mal richtig an. Das bisher war nicht so doll. Aber wenn ich mir anschaue, was bei dir passiert ist um Silvester, dann geht mir nicht nur die Wut hoch, sondern auch die Trauer. Ja, es macht einen sprachlos, oder? Es tut mir auch leid, dass ich dir diese Nachricht dann gleich im neuen Jahr bringen musste. Was ist passiert? Wir haben Silvester wie immer auf dem Reitstall verbracht. Wir haben ja Pferde, also Freundinnen von mir und ich haben einen kleinen Reitstall, und wir verabreden uns schon immer an Silvester, weil wir sagen, okay, wir müssen auf die Tiere aufpassen, wir schließen sie ein, wir sind bei ihnen, weil Pferde sind Fluchttiere, Knallerei, weil kann man sich ja denken, dass das für die Pferde nicht schön ist. Und ja, bei uns ist ein Fohlen gestorben an Silvester. Das ist jetzt schon der zweite Vorfall. Im letzten Jahr war es ein Friesenwallach, der aufgrund der Knallerei gestorben ist, und dieses Jahr leider ein kleines Fohlen. Wie? Was ist... Das Problem ist, wie gesagt, Tiere oder Pferde sind im Speziellen ja Fluchttiere. Ja. Ich arbeite ja auch viel mit Pferden zusammen, gerade was zur Vorbereitung geht auf Filme, so Explosionen und so weiter, also auch viel mit Filmpferden und so weiter. Und man kann die schon dran gewöhnen, aber das generelle Stallpferd, das jetzt damit nichts zu tun hat, reagiert natürlich sehr nervös auf diese Knallerei. Das ist für die furchtbar, die können das nicht einordnen. Und dann gibt es so nette Mitmenschen, die eben direkt in der Nähe von einer Koppel oder einem Paddock knallen. Wie bei euch ist... Wie bei uns auch. Und dieses kleine Fohlen bekam daraufhin eine Stresskolik, konnte also dieses Geknalle nicht einordnen und legte sich dann immer wieder ab, bekam Krämpfe. Wir haben das Pferd dann in den Hänger gepackt, sind noch in die Tierklinik gefahren, und da ist es dann leider vor der Narkose gestorben. Ganz schlechtes Kino. Ganz schlechtes Kino. Und kann man dagegen überhaupt nichts machen, dass man diesen Leuten mal... Ja, schön wäre es. Also man kann natürlich an die Vernunft der Menschen appellieren und sagen, Leute, macht's vielleicht nicht gerade in der Nähe von so einem Pferdestall, wäre vielleicht ein Anfang, und ja. Aber es geht doch, das kann doch nicht so weitergehen. Jedes Jahr an Silvester ein Pferd verlieren? Ich meine, das wünschen wir uns nicht für 2020. Ja, das haben wir uns auch für dieses Jahr nicht gewünscht. Ja, und kann man da was nicht unternehmen? Initiativen oder eine Medienberichterstattung? Wir sind dabei. Wir sind dabei. Okay. Also, Silvester und die ersten Tage des neuen Jahres bei uns beiden nicht so das Gelbe vom Ei. Kommen wir zu den Filmen. Es kann ja nur besser werden, hoffe ich. Ja, und die Filme waren ganz gut, die zwischen den Tagen liefen. Es waren nämlich drei Filme, die eins bewerkstelligt haben, was mir in letzter Zeit auffiel. Ich sage immer, das hat mit der MeToo-Bewegung zu tun. Wir haben es ganz plötzlich seit einiger Zeit mit Filmen zu tun, die ganz starke Frauen an der Rampe zeigen. Und nicht nur als Nebenfigur, nicht nur als nebenbei für den Held, sondern Frauen machen die Geschichten und Frauen bestimmen die Geschichten. Der erste Film, den ich nennen will, heißt Die Frau des Nobelpreisträgers, ist nach einem Bestseller Die Ehefrau von Mac Wolitzer aus dem Jahr 2003 und erzählt von einer Frau, die seit 40 Jahren die Frau des Mannes ist. Das heißt, man hat sich vor 40 Jahren verheiratet, man hat sich arrangiert, beide waren Schriftsteller, sie hat ihre Schriftstellerei aufgegeben, heißt es. Er wurde ein berühmter Schriftsteller und steht jetzt kurz davor, den Nobelpreis des Jahres
zu bekommen, das Jahr ist 1992. Und beide fliegen gen Stockholm, um diesen Preis entgegenzunehmen. Es gibt viel Wirrwarr, aber wir ahnen schon, da stimmt irgendwas nicht. Und natürlich stimmt irgendwas nicht, denn das Rollenverhalten vor 40 Jahren war so, Männer first, Frauen second, wenn überhaupt. Sie hat die ganze Zeit ihm die Romane geschrieben, mit der er so viel Triumphe feierte, mit der er sich wie ein V benommen hat, um die Welt stolziert ist. Und sie musste zusehen, dass sie ihm die Krawatte bindet, die Schuhe zumacht und an seiner Seite mitführen darf. Und irgendwann explodiert dieses Seeleninnere von ihr nach 40 Jahren. Und was da passiert zwischen den beiden, das ist hochdramatisches, spannendes Menschenkino. In der Hauptrolle Glenn Close, die hat gerade den Golden Globe dafür bekommen. Die wird auch den Oscar kriegen. Nach 6 Nominierungen hat sie den Oscar verdient. Und er, Jonathan Pryce, ist ein sagenhaft guter Stichwortgeber. Und diesen Film, ich habe ihm 4,5 Pönis gegeben, das ist ein 1A-Film. Das ist ein wirklich großartiger Film über eine sehr, sehr tolle Frau, die ihr Leben dadurch verschenkt hat, dass sie es mit einem Mann zu tun hat, der keine Courage hat. Der zweite Film, ebenfalls ein Frauenfilm, der ist natürlich viel, viel mehr bekannt, Colette. Sidonie Gabrielle Claudine Colette ist ja eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts in Frankreich. Ist die einzige oder war die einzige Künstlerin, die ein Staatsbegräbnis erhielt, als sie dann 1954 starb. Und erzählt wird die Geschichte, bevor sie berühmt wurde. Das gleiche Fundament im Grunde wie die Frau des Nobelpreisträgers. Da ist eine Frau, die hat sich kurz verheiratet, jung verheiratet mit einem Mann, mit so einem Bon Vivant, mit so einem Schönhals in Paris. Der hat Leute eingestellt, die ihm seine Romane schreiben. Er hat Erfolg, aber sie hat großes Talent. Und als er merkt, dass sie so ein großes Schreibtalent hat, nimmt er das auch in die Hand, veröffentlicht das und wird ebenfalls zum großen Macho, zum großen Macher. Aber im Gegensatz zur Frau des Nobelpreisträgers dauert es nicht 40 Jahre, bis sich die Frau endlich mal wehrt oder bis sich die Frau durchsetzen kann, sondern sie setzt sich gleich durch. Keira Knightley spielt eine junge Frau, die sagt, wie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn du mich hier ausnutzt, wenn du Erfolge feierst, du wirst hier in Paris gelobt, ich bin hier so eine olle Tusse an deiner Seite, was soll das? Und sie beginnt das nicht mehr zu akzeptieren. Wie das entwickelt wird, Keira Knightley als Colette und Dominic West vor allen Dingen als buchstäblicher Charmebolzen-Schuftpartner, der Typ hat nämlich wirklich Charme, der hat Atmosphäre, das wird toll erzählt. Das ist sehr, sehr großes, schönes und eben, wie ich sage, Frauenpower-Kino, auch 4 Pönis für Colette. Der dritte Film handelt auch von einer Frau. Willst du eine Frage stellen? Nö, ist gut. Ich das bin auch gerne schmückendes Beiwerk, Pönis. Alles in bester Ordnung. Du kommst doch. Hör mal, wir wollen doch die Filme, die gelaufen sind, die wollen wir ziemlich kurz machen. Aber wenn du natürlich eine grandios wichtige Frage hast, bin ich gerne bereit, diese Frage nach eingehender Überprüfung zuzulassen. Weißt du, Pöni, ich glaube, die Hörer wissen auch so, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Ja. Und in dem Fall muss ich sagen, steht das denn, Carrie ist wirklich bärenstark. Nee, mach mal weiter, ich komme gleich noch zu meinem Frauenthema. Ja. Aber Mary Shelley kennen wir ja, sie hat ja diesen berühmten Roman damals geschrieben von Frankenstein oder der moderne Prometheus. Da ist aber interessant, die Regisseurin, auch eine Regisseurin, Haifa Al-Mansur, Jahrgang 74. Das ist eine saudi-arabische Filmemacherin, deren Erstlingsfilm, Das Mädchen Weida, 2012, der erste komplett in Saudi-Arabien gedrehte Kinofilm überhaupt war. Jetzt hat die einen zweiten gedreht, Co-Produktion Großbritannien, Irland, Luxemburg über Mary Shelley. Mary Shelley ist auch bekannt, die damals, wie gesagt, diesen Frankenstein-Roman erfand. Aber es geht vorher, um die Zeit vorher, was hat sie gemacht? Sie hat auch sich an einen Lumpen, hat sich emotional herangemacht und sie wandern durch die Welt. Sie muss viele Niederschläge hinnehmen, bis sie im Sommer 1860 auf diesem Schloss da landet am Genfer See, wo der Besitzer Lord Byron ist und wo plötzlich dann Frankenstein entsteht. Das ist nicht so doll, weil ziemlich geschwätzig ist, ich sage mal ein bisschen belanglos. Elle Fanning spielt die Mary Shelley, aber das ist so ein okay Historienporträt, 3 Pönis, aber im Vergleich zu den ganz, ganz starken anderen beiden Frauenfilmen hängt der durch. Der ist am 27. Dezember gestartet und ist schon bald aus dem Kino heraus. Und wenn wir schon bei Frauenfilmen sind, gestatte mir, Carrie, noch eine letzte Bemerkung. 2 ganz, ganz starke Frauenfilme Ende des Jahres 2018 auch sehen müssen, die muss man sehen, Gegen den Strom aus Island und Die Schneiderin der Träume aus Indien. Dann hat man das Porträt der Frauen, der ganz, ganz starken Frauen im Kino gesehen und ich denke auch gemocht. So, jetzt bist du dran. Ich muss nämlich einen Schluck nehmen aus der Pulle. Ja, mach mal. Also, was mich jetzt wirklich neugierig macht, beziehungsweise was ich gespannt bin, ist, die Berlinale steht ja vor der Tür. Und letztes Jahr gab es ohne Ende Demonstrationen von Frauen aus dem Filmgeschäft, die vor der Berlinale demonstriert haben, dass Frauen zu kurz kommen. Gerade auch hier
im Lande. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dieser Erfolg von diesen Frauenfilmen auch hierher rüberschwappt. Das wäre also zu wünschen. Die Demonstration wird es nicht geben, weil inzwischen hat sich offensichtlich die Landschaft völlig verändert. Hierzulande auch? Hierzulande weiß ich nicht. Also hierzulande ist es völlig, im Augenblick war es bisher wurscht. Nein, hör mal, Caroline Link. Stimmt. Hör mal, der Junge muss an die frische Luft. 1,8 Millionen Besucher, was ja nichts über die Qualität sagt, aber der Film ist ja auch noch gut. Dieser Junior, Harpe Kerkeling-Junior-Film, der hat Spaß gemacht. Caroline Link, Oscar-Preisträgerin, na, die kann machen, ebenso wie Sönke Wortmann, der Vorname, auch 1 Million Besucher. Aber ansonsten habe ich, im deutschen Film habe ich nachher wieder einen zu bieten, der alles wieder runterreißt, was es nur runterzureißen geht. Aber da habe ich ein Ding erlebt. Ich wollte letzte Woche 3-mal in die Astor Filmlounge mir genau diesen Film angucken. Der Junge muss an die frische Luft von Caroline Link und ich habe nie Karten bekommen. Jedes Mal stand ich da und war der Film ausverkauft. Das ist aber schön, wenn Leute A ins Kino gehen und B, wenn sie noch sich gute Filme ansehen. Und der Film ist ein guter Film, das haben wir ja in der letzten Ausgabe des Vorjahres besprochen. Der Junge muss an die frische Luft, nochmal die Empfehlung, toll. Ja, und ich habe auf deine Empfehlung gehört, da siehst du mal. Solltest du ab und zu mal hören. So. Kommen wir zu 2019. Das neue Kinojahr hat angefangen, hoffentlich mit einem Knaller. Ein Knaller. Er ist wirklich, für mich ist das ein hochkarätiger Film. Er heißt Ben is Back. Für mich ist einer der besten Drogenfilme, beziehungsweise einer der Filme, der zeigt, was Drogen mit Menschen anrichten. Der Mann mit dem goldenen Arm, mit Frank Sinatra von Otto Preminger 1955. Der beschäftigt mich noch heute, da sehe ich noch heute jedes Bild, jede Bildersequenz. Und so eine ähnliche Empfindung hatte ich bei diesem Film Ben is Back. Warum? Weil in der Hauptrolle spielt so ein 22-jähriger Bengel. Er ist der Sohn des Regisseurs Peter Hedges. Er heißt Lucas Hedges. Wir kennen ihn aus Manchester by the Sea. Da war er für einen Oscar nominiert in einer Nebenrolle für die Rolle des Patrick. Und er war neulich in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da war er der Sohn von Francis McDormand. Und jetzt spielt er den drogenabhängigen Sohn von Julia Roberts in der Rolle der Holly Burns. Stell dir vor, wir haben eine gut bürgerliche Familie abseits von New York, ein schönes Heim, also eine Patchwork-Family. Die beiden Kinder aus der ersten Ehe sind von ihr, dann sind noch 2 Kinder aus der neuen Ehe zusammengekommen. Alles ist gut, man kommt nach Hause, will fröhlich Weihnachtsabend vorbereiten, plötzlich steht Ben vor der Tür. Titel, Ben is back. Ben ist der 19-jährige Sohn, das Sorgenkind der Familie. Er ist seit 77 Tagen in der Entzugsklinik. Und er muss in seiner Vergangenheit ganz, ganz schlimme Dinge angerichtet haben. Denn alle Stimmung, alle Bewegungen sind ab sofort auf Vorsicht, hab Acht. Dieser Junge hat Sachen in seinem Nacken, die man einem 19-Jährigen gar nicht zutraut. Und eigentlich, er sagt, er kann 24 Stunden bleiben. Eigentlich wollen sie es nicht, aber die Mutter sagt, nein, der gehört zu mir. Der wird hier über die 24 Stunden gebracht. Sagt aber ihrem Sohn, Ben, ich bin die ganze Zeit dabei, wo immer du hingehst, was immer du machst. Wenn du auf Toilette gehst, ich bin dabei. Ich habe im Übrigen die Medizin weggetan und mein Schmuck auch. Und dann beginnt ein Abenteuer, denn dann passieren natürlich eine ganze Menge. Der Junge wird wieder in Versuchung geführt, aber die Mutter geht auf seine Spuren. Und das ist so herzvoll erzählt. Gibt es das Wort überhaupt? Ist mir gerade eingefallen. Doch, das kann man sagen. Das wird so bewegend erzählt, wie sie um diesen Sohn kämpft. Wie eine Löwenmutter um ihr Junges. Und sie lässt sich nicht davon abhalten, selbst in die schlimmsten Ecken zu gehen, mit ihrem Sohn mitzugehen, um ihn davon rauszuziehen und ihn zurück in die Normalität zu holen. Julia Roberts ist großartig und der Junge ist auch großartig, der Lucas Hedges. Also das ist ein Film, muss ich sagen, das ist überragendes, dichtes Schauspieler-Spannungskino vom Allerfeinsten, dem man sich widmen kann. Und große Unterhaltung, großer Schauwert, 4,5 Pönis für Ben is Back. Klingt irgendwie nach Julia Roberts in Aaron Brockovich-Form. Kann man ja, so ein bisschen vergleichen? In Brockovich hatte sie noch öfters zu lachen, hier hat sie weniger zu lachen. In Brockovich hatte sie mehr das Dekolleté, hier ist sie eine gestandene Mutter. Aber sie ist natürlich, du hast völlig recht, du willst ja auf ganz was anderes hinaus, sie ist erneut eine grandiose Charakterschauspielerin. Das heißt, sie pustet Seele aus. Sie ist mit Herz, Bauch, Sinnen dabei und das glaubhaft. Und wenn du das im Parkett spürst und übernimmst, bist du in dem Film drin. Und wenn du noch so einen Jungen neben dir hast, der das ist, was er spielt, wow. Riecht man da eine Oscar-Nominierung, meinst du? Oder? Ich weiß es nicht, ob es schon so weit ist. Für mich ist das Oscar verdächtig, aber 4,5 Pönis soll unsere Hörer und wen auch immer dahin lenken, diesen Film anzuschauen. Denn das ist zu Anfang des Jahres erhebliches Niveau-Kino. Ich meine, wer sich in Julia Roberts nicht schon seit Pretty Woman verliebt hat, in das Lachen, ist sowieso falsch. Ja, oder? Also dieses absolut, Lachen, das absolut. War sogar für Frauen anziehend.
Ehrlich? Kann man sagen, ja. Ich fand sie damals bezaubernd. Na gut. Schade, ich glaube, ich habe den Film über 80 Mal gesehen. Über 80 Mal? Ja, an Weihnachten Pretty Woman? Ach, mindestens. Das erinnert mich an die Kollegen hier in der Redaktion, wenn ich manchmal komme, sie mir erzählen, Dirty Dancing haben sie jetzt zum 57. Mal gesehen, wo ich immer sage, ich verstehe das nicht. Der Film ist schlecht, die Musik ist ganz schön, aber der Film ist schlecht. Ich möchte dich gerne zitieren. Und dann wollen sie mich prügeln. Aus deiner damaligen Kritik, weil ich den Satz nie vergesse. Ja. Aus letzter Woche ist noch nachzutragen ein lapidarer Tanz- und Liebesfilm. Irgendwas und weiter, der kaum Aufmerksamkeit erzielt. Das war damals bei Rias 2 Special Film aktuell, ja. Und, ja. Ich habe dann keine Reue gezeigt, aber der Film ist wirklich bis heute nicht gut. Aber ich will ja, ist ja okay, ist okay. Aber so eine Nummer auf dem Parkettpony könnten wir uns doch mal wagen, oder? Ich glaube mir, nach meinem Bluterguss im Augenblick in meinem linken Knie mache ich keinen Parketttanz. Schade. Ich reibe dauernd ein. Jetzt wollte ich die berühmte Hebefigur mit dir nachstellen, ja. Live jetzt hier. Aber du mit mir, also du und mich, umgekehrte Rollen bitte, ja? Oh Gott. Nächster Film, bitte. Robin Hood. Nein, das darf nicht wahr sein. Erst hat man Mary Poppins verhunzt und jetzt auch noch Robin Hood, diesen mittelalterlichen Britenrebellen. Es ist 9 Jahre her, dass Sir Ridley Scott diesen großartigen Robin Hood-Film gedreht hat mit Russell Crowe in der Titelrolle. Da haben es 5 Pönis gab es damals und die neue Vorstellung, die ist Murks, die ist lächerlich, die ist läppisch, die ist langweilig. Das ist so, als wenn du einen MTV-Trailer siehst. Also immer schnell geschnitten, immer zack, 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 zack. Aber das ist so... so unglaubwürdig und so dämlich. Also am Anfang ist er im Kreuzzug im 12. Jahrhundert, dieser Robin Hood, ist dahin beordert worden, gerade als er sein Liebchen Marian kennengelernt und lieben gelernt hat, dann muss er da in den Krieg ziehen. Und dieser Krieg sieht aus, als wenn Irak und Afghanistan zusammen bombardiert wird, also zwar mit Pfeil und Bogen, aber es ist so lächerlich. Es ist so, dann kommt er zurück, sieht, dass ihm der Sheriff da sein Land weggenommen hat, um Kriegsfund zu haben. Und dann fängt er an zu trainieren mit einem arabischen Freund, den spielt hier Oscar-Preisträger Jamie Foxx, also ähnlich wie Rocky, wurde aufgebaut, so. Zwar nicht an den wie heißen die Dinge? Boxsäcken? An den Boxsäcken, sondern er muss da immer üben und muss sich, und dann wird er also zum großen Fighter, der auch noch listig ist, weil tagsüber ist er so ein Adliger, der mit den Adeln hantiert, also mit der Macht hantiert, mit der Kirche, mit dem System, und nachts klaut er genau den Leuten, die er tagsüber in den Arsch kriecht, klaut er denen das Geld und verteilt das ans arme Volk. Aber das ist so, dann hast du Fachwerkbauten drumherum, Slums und Häuserschluchten sind dahingestellt worden und die alle sehen aus, als wenn sie so gestylt sind von H&M, also besonders bei ihr, also die sieht sowas von perfekt im Look aus und eher immer fein gekämmt, obwohl an der Front oder kämpft, wenn man springt, Macht tut. Und das eigentliche Thema Gerechtigkeit, Korruption und Fremdenfeindlichkeit, das bleibt an der depperten Oberfläche. Das verreckt wirklich völlig. Das ist ein Film für die Tonne und den wollen sie sogar fortführen, wie es am Ende ist. Also ich gebe mir einen halben Pöni, weiß im Grunde nicht warum, aber du fragst sicherlich, wer der Hauptdarsteller ist. Hast du doch sicherlich schon gefragt. Ja. Taron Egerton. Was? Taron Egerton. Ja. Kennen wir den? Ja. Gut. Kingsman, Secret Service. Ja, ja, ja. F. Murray Abraham spielt auch noch mit, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Loser-Film. Oh, und natürlich Eddie the Eagle, die Verfilmung, war er auch. Eddie the Eagle? Ja, war Taron Egerton. Der war toll, der Film. Ja, den habe ich auch geliebt. Über den Skispringer, ja. Der immer letzter wird, der so ungelenk ist und so unglaublich ist, aber der seinen Mut zusammenreißt und da springt von einer großen Chance. Und den Chance. Hat der toll gespielt. Das war Edgerton. Ja. Da muss ich ja bei dem so ein bisschen wieder zurückfahren. Also hier, ja, in dem Film, diesen Hip-Hop Robin Hood, einen halben Pöni. Bitte, nein, nein. Aber irgendwie hast du mir erzählt, dass am Anfang kommt, vergessen Sie die Geschichte, vergessen, ja, Sie alles, war das alles ist ganz ja, anders. Genau, das ist der Höhepunkt. Am Anfang hören wir aus dem Off, damit haben sie sofort ein Alibi, alles anders zu machen. Vergesst die Geschichte, vergesst, was ihr glaubt, vergesst, was ihr wisst. Dann heißt es, wir machen jetzt alles anders. Ja, Leute, ihr könnt ja alles anders machen, aber dann macht's alles anders aber besser. Aber war's denn anders? Eigentlich nicht. Also naja, wenn ich dir so zuhöre... schnell, hektisch, zack, zuck, zuck. Aber die Geschichte ist die gleiche irgendwie, naja, sicher, oder? Sie müssen ja, sie kannst ja die Geschichte nicht ins Heute verlegen, obwohl sie so aussieht, als wenn sie hier um die Ecke spielt, in den Hochhäusern irgendwo, und Dumpfbacken und... Aber das ist blöd, das ist völlig verhunzt. Das Ding stimmt, kann keinste Ecke. Aber eins sage ich dir, du kannst ja diese Rüsselkrähen-Verfilmungen gut finden hier, mit Russell Crowe, die Rüsselkrähe hier als Robin Hood, aber die allerbeste Verfilmung ist immer noch die von Walt Disney, so, der Fuchs und Kevin Costner. Ja, natürlich. Look into my eyes. Was war das Do jetzt? Do you see? Na hier, natürlich die Schnurze. War das die, wo Peter Ustinov den Sheriff gesprochen hat?
Was? Das weiß ich nicht. Das ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ja, das ist immer sehr. Aber selbst Andrea, und unsere Produzentin, wer und Regisseurin, jubelt. Der Sheriff von Nottingham. Also der beste, wirklich, ich finde mit Abstand der beste ist der von Walt Disney. Ja, die Füchse und der Bär. Ude Lally. Und der Walt Disney Robin Hood. Nee, und der Sheriff war. Haben wir noch auf VHS-Kassette gehabt. Und der Sheriff war Peter Ustinov, die Stimme. Das kann sein, dass der den gesprochen hat. Ja. Und Reinhard May hat dazu noch als seine Klampfe in der Synchronie gehabt und hat dazu ein paar Liedchen gesungen. Als Sänger, als Barde. Haben wir gerade, weißt du was? Wir haben gerade über den Film gesprochen an Weihnachten, weil mein Mann und mein Bruder ein bisschen zu stark ins Glas geguckt haben. Am nächsten Tag sah die aus wie diese Schlange, die da in der Tank fällt. Und dann wie so ein Propeller. Und dann sind so Propeller und dann in dieses Bierfass. Und genauso sahen die beiden am Tag nach Heiligabend aus. Und was singt Sir Hiss in diesem Moment? Wer? Sir Hiss, so heißt die Schlange. Wer was singt? Ich bin ja euch Stimmung, ich bin ja euch Stimmung. Würdest du mal die Zähne vielleicht? Ja, ich verstehe. Hast du Kölne gesagt? Ich höre heute nicht raus. Also das ist ja eine Empfehlung dann praktisch Robin Hood, sich den Zeichentrickfilm anzusehen. Also bevor das, was du da erzählt hast, würde ich mir Also ich finde den, selbst wo Kevin Costner, den fand ich gut. Ja, natürlich. Und natürlich mit? Russell Crowe. Alan Rickman als Sheriff von Nottingham damals. Ach so. Du bist ja nur für die düsteren Figuren. Und du liebst ja nur düstere Figuren. Das berühmteste Filmzitat war: Und schafft Weihnachten ab! Bumm! Okay, lassen wir das. Kevin Costner und Alan Rickman sagten: Und schafft Weihnachten ab! Bumm! Ja. Woher weißt du das alles? Ich weiß auch nicht. Hab keine Freunde. Vielleicht ist doch eine kluge Frau. Ja. So. Gut, also was haben wir halben Föni für den jetzt hier in Robin Hood Turner. Okay. Und nicht ins Schwarze getroffen. Haha. Ja, jetzt kommt's. Aus jetzt Frankreich. Schon? Eben, jetzt kommen wir erstmal zu. Es gibt da, weißt du, das ist das Schöne, es gibt jede Woche auch eine wunderbare, in diesem Fall wirklich wunderbare Alternative im Arthouse-Kino. Wir hatten das neulich, den polnischen Film Cold War. Wir hatten das gegen den Strom, den isländischen Film. Das sind ja Highlights. Und diese Woche ist ein Arthouse-Highlight, das Mädchen, das lesen konnte. Hat mich am Anfang überhaupt nicht interessiert. Man kriegt ja so ein bisschen mit, ich will ja zwar jungfräulich in so einen Film gehen, aber ein bisschen kriegst ja mit. Da heißt es, das ist nach einem autobiografischen Text einer Bäuerin und Lehrerin, Violette Alhaut, aus einem Bergdorf in der Provence in Frankreich. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was soll dich das... Man hat doch so Vorurteile und jedes Mal werden Gott sei Dank diese Vorurteile richtig bestraft im positiven Sinne. 1851, alle Männer eines Dorfes, des Dorfes, was ich eben nannte, werden von Schergen des Diktators Napoleons verschleppt. Die Frauen bleiben zurück, unter anderem die 17-jährige Violette, die miterlebt, wie sie ihren Vater verliert. Und sie warten, sie hoffen, sie bangen, sie müssen die Arbeit machen, das Feld muss bestellt werden, die Kinder müssen erzogen werden, sie machen eigene kleine Schule auf und fassen dann nach einem Jahr den Entschluss, sollte eines Tages tatsächlich ein Mann in ihr Dorf kommen, sie haben keine Hoffnung mehr, dass ihre Männer selber zurückkommen, die sind wohl im Krieg oder sind weg, dann soll er für alle Frauen da sein. Das heißt, damit ihr Dorf weiterhin existieren kann, überlebensfähig sein kann, kann dieser Mann nur nicht einer Einzelnen gehören, sondern allen. Und so heißt der Film auch hier im Original, der Sämann übersetzt. Also der Samenmann. Nicht der Sämann, der Samenmann. Und eines Tages taucht tatsächlich ein junger Mann auf. Er sagt, er ist Schmied, er bleibt da und er arrangiert sich tatsächlich, lässt sich darauf ein, was ich sagte. Aber er verliebt sich und sie verliebt sich auch in Violette, weil beide können lesen und beide lieben die Literatur und beide kommen sich nahe. Das ist ein so liebevoller Film, so ein gleichzeitig politisch hintergründiger Film, denn wenn ich mir diese vielen erbärmlichen männlichen Politoberhäupter dieser Welt anschaue, dann ist mir der Gedanke, dass wir hier eine Frauenmacht haben, in der Männer wirklich nur hinzutun, begleiten, aber keinerlei Funktion mehr übernehmen, keinerlei Macht ausüben, weil die Macht, die sie ausüben, ja in den meisten Fällen doch nur zum Krieg führt und zu Dämlichkeiten führt, kann ich mich mit diesem Gedanken angewöhnen. Das ist also einerseits ein Film, der in der Historie spielt, der tolle Schauspielerinnen hat und gleichzeitig eine interessante, in Anführungsstrichen, Realität ausdrückt. Ich habe den Film gemocht, das Mädchen, das lesen konnte aus Frankreich, und gebe ihm 4 Pönis. Wie hat der Mann sich gefühlt? Also, das ist kein Macho. Der hat sich lange geweigert. Der geht nicht etwa, weil er geil oder weil er sieht, jetzt ich kann alle Frauen haben, sondern er hat sich lange, aber er hat sich den Argument gebeugt, dass die Frauen sagen, wir haben eine Chance zu überleben, indem wir Kinder zeugen. Unsere Männer sind nicht mehr da, du bist der Einzige. Und
Das ist plausibel. Er ist kein Affentanz, aber er ist natürlich verliebt in Violette und deren beider Liebe, auch durch die Literatur, gegenseitig vorlesen, gesteigert, ist das schwer natürlich. Und das macht ja die Spannung dieses Films aus. Wie wird das laufen, wie geht das und überhaupt. Aber abgesehen von diesem Konstrukt, das dann vorherrscht, wäre jetzt meine Frage, wenn die dann Kinder bekommen und es würde jetzt ein Junge zur Welt kommen, darf der dann bleiben? Oder spinnt die das so weit weiter, dass die dann komplett die Söhne auch gehen müssen? Nein. Also wollen sie das erhalten, dieses Frauenkonstrukt? Na, ganz im Gegenteil, die sind hochzufrieden. Wenn Jungs geboren werden, werden die ja irgendwann Männer und können also Ziel ist es nicht, diese rein matriarchalische Gesellschaft aufrechnen. Nein, sie wollen natürlich erst zunächst Erfolg, neues Volk in dieser Gruppe, in diesem Dorf haben. Und das Interessante ist noch, diese Bäuerin, die das geschrieben hat damals, wann hat sie das geschrieben? 1919, hat damals bestimmt, dass Männer ihr Buch niemals lesen dürfen. Es darf nur in Hände von Frauen kommen. Und 2006 wurde es in Frankreich entdeckt von einem Mann und der hat daraus das populär gemacht und daraus gibt es jetzt Bücher, Theaterstücke, sicherlich jetzt dieser Film. Und das ist auch eine interessante Geschichte, auf die man hier während der Kritik nicht eingehen kann, was das für eine Autorin war und wie sie gedacht und gelebt hat. Aber ob die das selber erlebt hat, weißt du nicht. Oder ob das so ihr Wunschvorstellung war. Es heißt, war, es sei eine Autobiografie. Es gibt aber keine Belege dafür, sondern es ist dieses Büchlein, was man entdeckt hat. Also ich finde das faszinierend. Das ist ein cineastisches wie emotionales Poem, so ein Liebhaberstück für Leute, die also ganz anderes Kino mögen, Niveau-Kino mögen. Und wie gesagt, ich kann mich sogar damit anfreuen zu sagen, ich ordne mich zu gerne einer klugen, cleveren, charmanten, liebevollen Frau unter, als diese dämlichen Männer auf unserer Welt zu ertragen. Die finde ich so zum Kotzen und da fange ich ganz drüben in Amerika an. Du sagtest, aus Frankreich ist der Film, richtig? Der Film ist aus Frankreich und ist jetzt in dieser Woche gestartet. Ja, Frankreich hat ja viele starke Frauenfiguren gehabt. Oh ja. Meine Lieblingsfigur ist in Frankreich immer noch, obwohl sie natürlich nicht mehr dieses Faszinorium hat, wie sie mal hatte, Catherine Deneuve. Nee, ich war in meinen Jugendjahren in Catherine, blond auch noch, natürlich. Ich habe ja leider auf viel zu viel auf blond immer reagiert. Catherine Deneuve, du bist ja auch blond. Nee. Catherine Deneuve ist für mich die Ikone des französischen Films der 50er, 60er Jahre. Verehrt, geliebt, mitgelitten, alles. Man hätte niedergekniet, wenn sie vor einem gewesen wäre. Und, und bis heute eine Lady mit sehr viel Niveau. Absolut, ja. Niveau ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zum letzten neuen Film dieser Woche. Er heißt Kalte Füße. Und ich erzähle mal an euch beide Mädels, damit ihr mal seht, wie in Deutschland Mädels behandelt werden in einem deutschen Film. Oh je. Stellen wir uns ein Haus vor, das ist verschneit, ein großes Haus. Und da ist ein junger Mann, ich erkläre gleich, worum es eigentlich geht, der pinkelt aus dem Fenster. Da sieht man in Großaufnahme seinen Schwanz. Ich sage nicht Penis, ich sage grundsätzlich immer Schwanz. Ich finde, das ist okay. Aber hat der eine Großaufnahme gebraucht? War der so klein, der, oder? Gute Frage. Und der friert also auf der Fensterbank ein, während der Urin an einen Eiszapfen rinnt. Und ein Mädel nimmt dann unten diesen Eiszapfen und lutscht ihn ab. Und wir sollen ja uns totlachen, weil wir ja jetzt gerade gesehen haben, er hat darin gepinkelt, sie lutscht. Ist das nicht lustig? Ich finde alleine eine Zumutung einer Frau, auch wenn diese Frau im Film so dämlich ist, einer Frau so zu beschreiben, das ekelt mich, wenn ich diese vielen guten Filme davor mit Frauen sehe, ekelt mich wirklich an und hat mich diesen Film noch schlechter empfinden lassen, als er ohnehin ist. Aber warte. Nein. Ich muss ehrlich sagen, das brauche ich nicht sehen. Ich muss das bitte nochmal visualisieren. Also, der Mann steht am Fenster. Mit dem Penis. Es schneit dort. Er hängt seinen Schwanz aufs Fensterbrett. Aber im schlaffen Zustand. Im Pinkelzustand. Wie ist er? Ach mein Gott. Ach, er will rauspinkeln. Ah, jetzt will ich es genau wissen. Also ich dann schon in Großaufnahme. Jetzt, ja. Also, der pinkelt raus aus dem Fenster, muss ja eine Notdurft verrichten. Warum er nicht auf Toilette geht, weiß ich schon gar nicht. Ist auch völlig unwichtig. Vielleicht und das pinkelt auf so einen Eiszapfen und gerade kommt die Maid aus der Tür, sieht so einen Eiszapfen, nimmt und fängt den an zu lutschen wie Eis am Stiel. Das ist nicht mehr akzeptabel, das ist nicht lustig, nicht lustig, das ist so dämlich, primitiv, einfältig, ekelerregend. So, jetzt kommen wir noch zum Film. Der ist wirklich genauso, aber wie ich eben beschrieben habe, jetzt insgesamt, der ist zum Fremdschämen unangenehm, einfältig, vorhersehbar, schwachsinnig, in den Figuren eindimensional. Wenn du nach
5 Minuten weißt, jede Figur ist so, wie sie dir hier am Anfang gezeigt wurde. Die wird sich nie mehr verändern, die ist so. Dann kannst du nur sagen, das ist doch scheiße. Wie macht ihr sowas? Gibt's einen kleinen Ganoven, Dennis heißt der, der bricht in so ein abgelegenes Haus ein, ist so ein reicher Widerling, der hat gerade zufälligerweise einen Schlaganfall gehabt, kann, vom Kopf her ist er anscheinend fit, aber kann nicht sprechen, ist bewegungsunfähig, er meint leichte Beute zu haben, seine Enkelin kommt zufällig, war schon ewig nicht mehr, kommt jetzt zufällig zu ihm und denkt, das ist der Pfleger, obwohl, wenn sie nur einigermaßen riechen könnte, würde sie merken, das ist kein Pfleger, sondern das ist ein Ganove. Aber nein, Charlotte, eine Polizistin mit Störung sowieso, ist klar. Und dann kommt so ein Verwechslungsspiel, nicht? Er spielt da den Pfleger, sie spielt da die Enkelin und dann kommen die sich natürlich auch ein bisschen näher. Dann gibt es diese Eis am Stiel-Szene, dann gibt es einen Nazi-Schäfer namens Max und das Ganze mit Heiner Lauterbach auch noch als dieser alte Griesgram da, der immer nur vor sich hin grunzen muss, weil er darf ja nicht sprechen. Das ist so läppisch, das ist so ekelhaft. Dieser Film kriegt null Pünis und das, wir ihn erwähnen, hat mit dieser Anfangsszene zu tun. Aber du siehst, wir sprechen dann, wenn es so eine Szene gibt, über so eine kalte Füße. Und Wolfgang Groß heißt noch dieser schlimme Regisseur. Und Leute, nein, das ist unter aller Sau. Überlebt der Hund? Ja. Wenigstens das. Nazi-Hund, Schäferhund, Max überlebt. Ich weiß nicht, warum der Nazi-Hund die rufen will. Da muss es irgendwann im Film. Der wird gerufen so? Ja, der wird so. Oh mein so, Gott. Ja, okay. Aber wir freuen uns ja nicht. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass heute Abend im Cubics eine Premiere zu diesem Film stattfindet. Mit rotem Teppich. Und da frage ich mich wirklich, Leute, na klar, das wird ja auch vom Steuerzahler bezahlt. Der Film ist hier gefördert worden, deutsch-österreichische Koproduktion, genügend gefördert worden. Da muss man den ins Kino bringen, weil es ja Steuergeld ist, mit dem man gefördert wurde. Und da muss man im Kino noch einen roten Teppich ausladen. Für so einen Scheißdreck einen roten Teppich ausladen. Entschuldigung, meine ordinäre Stimme, aber ich bin manchmal halt so. Muss ich sagen, das ist beleidigend für jeden, der noch einen Tropfen Anstand im Kopf hat. Also. Weißt du, was ja wirklich mal interessant wäre? Wenn die deutsche Filmförderung mal die Kinobesucher fragen würde, welchen Film sie fördern würden. Wenn man so ein paar Sachen vorstellt. Der Wund, ne? Till Schweiger, Matthias Schweighöfer wären an erster Stelle. Bist du dir sicher? Aber natürlich, aber selbstverständlich. Das ist so. Die Leute wollen. Die wollen nicht überrascht werden. Die Leute möchten, wenn ich habe Till Schweiger, wenn ich habe Matthias Schweighöfer, wissen sie genau, was sie kriegen. Ähnlich sowas hier wie diese Urinmacke hier. Sie setzen auf Bewährtes. Experimente würde er bedeuten, ich muss mich mit was Neuem befassen. Hier weiß ich, was ich kriege, da doof gegen doof oder nett gegen sowieso hau hau und fei fei. Und wie hieß denn neulich dieser 100 Dinge da, ne? Das ist nun mal so. Aber so erfolgreich waren die, glaube ich, gar nicht, die letzten Filme. Na, der 100 Dinge geht an die 1-Million-Grenze ran, ist Zuschauer und ja. Ich weiß nicht. Aber wir haben ja bessere. Wir haben der Junge, der. Der Junge hat eine frische Luft. Wir haben. Ballon. Ballon haben wir gehabt. Der Vorname haben wir gehabt. Wir haben also gute Filme auch. Aber diesen Film, kalte Füße, bitte, Leute. Das ist Lebenszeitverschwendung. Das heißt, du möchtest mit mir heute Abend da nicht hingehen? Schätzchen, ich gehe mit dir, wohin du willst. Ich würde selbst mit dir in diesen Film gehen, wenn du mir bestimmte Bewegungen während des Films erlaubst. Das heißt, wir machen heute Abend was anderes? Genau. Ja, Pöni, das unsere erste Sendung im neuen Jahr. Ja, ich glaube, ab sofort wird alles besser. Ab sofort wird alles besser. Ja, die Oscars stehen vor der Tür. Ja, aber ich will, dass es ab sofort alles besser wird. Und das alles wird besser. Ja, ich will nicht mehr auf die Schnauze fallen. Ich will keine Bronchien hier mehr kriegen, hier diesen Scheiß da. Und ich will einfach gute Filme sehen. Und ich möchte euch einmal die Woche sehen, Andrea und Carrie. Und dann will ich fröhlich sein. Das beschließe ich ab sofort. Und das wird jetzt durchgezogen. Das klappt. Ich meine, siehst mal so, du könntest auch irgendwo in Bayern jetzt eingeschneit sein. Bist du nicht. Naja. Und sitzt hier fröhlich. Wobei die alle unsere Hörer vielleicht in Bayern, die haben ja jetzt schön Zeit. Ja. Die können sich alle Folgen nochmal anhören. Ja. Kann man auch abonnieren, ja, den Podcast. Oder uns schreiben. Kontakt. Alle nochmal hören. kontakt@pönack.de und schreiben. Aber ich stelle mir gerade vor, Andrea, wie wär's denn? Stell mal vor, ich wäre mit Carrie eingeschneit in Bayern. Also was Schönes könnte ich mir auch mit mir vorstellen. Da würde ich auf jeden Film verzichten. Meinst du, schön Maß Bier? Die Kälte in Blut. Ach, da kann sie ja dann fliegen und hängen. Ach so, was ich sehe ja, ja, nein. Okay. Aber Pöni, wenn du schon so revolutionär deine kontakt@pönack.de Adresse erwähnst, was mich wirklich mal interessieren würde, ist 2019, wir sind am Anfang. Ja. Welche Filme sind denn die, auf die sich die Leute am meisten freuen? Auf welchen Film freust du dich denn am meisten 2019? Wirklich, das ist ernst gemeint und nicht böse gemeint, auf gar keinen. Weil ich gehe am liebsten jungfräulich ins Kino. Natürlich gehe ich das nicht, wenn S2 kommt, weiß ich, dass S2 ist und dass es was Besonderes sein wird. Ich weiß, dass Tarantino kommt. Aber ich freue mich wirklich auf jeden Film. Jeder Film hat bei mir eine Chance und natürlich fallen viele Filme in den Bach runter. Aber so auf ganz Spezielles ist bei mir nicht. Wie ist es bei dir?
S hast du erwähnt, der zweite Teil von S, Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, natürlich das Finale von den Avengers, Endgame. Die Superhelden. Ja, ja, die Superhelden. Schon da ist er wieder, der alte Nörgler. Die Marvel. Ich bin ein Superheld. Und ganz besonders auf Dumbo von Tim Burton. Rette die Welt. Ja! Ja, der da war's. Tiere, ja, okay. Und Tim Burton, das muss ein Erfolg werden. Okay. Bitte, okay. Bitte, bitte. Und ab heute gibt's übrigens neue Werbung für den nächsten Bond-Film. Gerade heute im Netz ist erschienen, Bond stirbt, Fragezeichen heißt es. Ab März wird gedreht. Im Februar 2020 läuft der Film an. Aber die Werbung beginnt schon jetzt. Nicht verrückt machen lassen. Es ist noch ein Jahr Zeit. So, und jetzt ist erstmal 2019. 2019, nächste Woche jetzt weiter. Tschüss. Tschüss. Tönis Kinowoche, der Podcast. Jede Woche neu auf Spotify und iTunes.